Dieses Video erklärt, wie Sie Stellen im Personio erstellen, veröffentlichen und promoten können. Charlotte ist für Neueinstellungen zuständig und hat eben erfahren, dass in ihrer Organisation eine neue Stelle frei geworden ist. Sie kontaktiert Grace, ihre Recruiterin, und informiert sie über die Anforderungen. Grace legt die Stelle an. Und füllt alle relevanten Daten aus. Sie fügt Charlotte zur Stelle hinzu und weist ihr die Rolle Recruiting zu, damit sie als Recruiterin über den Prozess auf dem Laufenden ist und E-Mail-Benachrichtigungen erhält. Jetzt müssen der Stelle weitere Details hinzugefügt werden. Die Stelle kann jetzt veröffentlicht werden. Bei Bedarf kann sie auch wieder verborgen werden. Die Stelle ist nun live auf der Unternehmenswebsite. Und weil automatisches Posten aktiviert ist, kann sie bald auch auf Jobbörsen erscheinen. Es gehen Bewerbungen ein, aber Grace braucht noch mehr Bewerbende, die sie in dem Management vorstellen kann. Sie beschließt, die Stelle zu promoten. Dank der aktiven Stellenausschreibung geht eine gute Zahl an Bewerbungen ein. Dank Personio hat Grace nun die perfekte Bewerberin gefunden. Viel Spaß beim Einstellen!